Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Im Reich herrscht das pure Chaos, seitdem Kaiser Heinrich IV. Mit jungen Jahren gestorben ist. Das bedeutet für unseren Grafen, dass er irgendwie so ein Spielball in diesem Chaos geworden ist. Einerseits kann es ihn komplett hinabreißen, andererseits auch ganz hinauf an die Spitze spülen und es ist völlig unklar, was passieren wird. Denn er hat eigentlich seine materielle Machtgrundlage wieder verloren. Seitdem er nicht mehr im Rat ist, hat er auch nicht mehr das Einkommen. Das heißt, er ist wieder der arme Graf vom Beginn und hat wenig Möglichkeiten, hier wirklich einzugreifen. Andererseits gibt es aber offenbar Mächtige im Reich, die ihn als nächsten Kaiser sehen wollen. Natürlich wahrscheinlich auch nur als eine Marionette, als nur eine Figur in ihrem Machtspiel. Aber unser Graf fühlt sich gebauchpinselt und sieht sich durchaus in der Lage, Kaiser zu werden. Natürlich. Warum auch nicht? Allerdings ist die Sache, ja, wie soll ich sagen, auf die Zuneigung der Großen im Reich kann man sich nicht verlassen. Denn die Dinge haben sich schon wieder geändert. Zum letzten Mal. Und zwar, wenn jetzt die Wahl ist, sind wir nur noch auf Platz 2 mit 5 Stimmen. Nur noch König Wratislav von Böhmen stimmt für uns. Auf Platz 1 ist Prinz Poppo, denn neben dem Kaiser stimmt jetzt auch Herzog Gerhard für ihn. Gerhard hat vorher für uns gestimmt. Wer ist Prinz Poppo? Prinz Poppo ist so, wie er heißt. Er ist so auch wie sein Vater. Er ist feige, sprunghaft und paranoid. Der soll der nächste Kaiser werden. Oh mein Gott, er hat sogar negatives Prestige. Es ist ein Trauerspiel. Aber es ist der Sohn des aktuellen Kaisers, der ja selber auch ein Schwächling ist. Und ich glaube, kaum jemand erkennt diese als richtig, also wie soll ich sagen, als relevante Charaktere an, zu denen man hinaufschaut. Natürlich auch nicht unser Graf, aber was soll er tun? Es ist erstmal so, wie es ist. Aber insofern, glaube ich, fühlt er sich bestärkt, dass er versucht, jetzt hier wieder bei Herzog Gerhard, der ihm ja schon mal 4 Stimmen versprochen hatte, wieder eine gute Stellung zu bekommen, hier die Meinung zu verbessern. Das wird weiter versucht. Ansonsten denke ich, dass wir im Rat eine kleine Umbesetzung vornehmen. Wir haben ja unseren Ratskanzler Michael, aber ich denke doch, dass wir jetzt den etwas besseren Bürgermeister hier in den Rat holen. Immerhin, wir haben jetzt einen Bürgermeister und der ist besser und gerade der Kanzler in diesen Zeiten hier bei Thema fremde Angelegenheiten könnte von Bedeutung sein. Deswegen machen wir ihn zum Ratskanzler. Kanzler, Bürgermeister Eberhard. So, ja, und mehr bleibt uns auch nicht zu tun im Moment. Die Sache, ich sag mal, die ganzen Ränkespiele, die haben sich erstmal aufgelöst hier. Also die Fraktionen meine ich eigentlich. Die haben sich aufgelöst. Es gibt jetzt wirklich nur noch diesen Unabhängigkeitskrieg, den der Kaiser vermutlich, wenn nicht irgendein Wunder passiert, verlieren wird. Und das bedeutet, ein Großteil der italienischen Besitzung wird aus dem Reich ausscheiden. Ja, wir hoffen ansonsten immer noch auf einen Sohn und, kaum sage ich das, Gräfin Ida ist tatsächlich erneut schwanger. Wir können allerdings nicht unsere Pilgerfahrt antreten. Ich denke, er würde es immer noch tun und für einen Sohn beten, weil wir aktuell noch Teil dieses Krieges sind. Und was ist hier los? Das ist schlecht. Unser Gönner, König Wratislav, wurde gefangen genommen. Und zwar von Herzog Gebhard von Verona. Das ist einer der Kriegsgegner. Das heißt, König Wratislav, der eigentlich auch eine Fraktion gegen den Kaiser gestartet hatte, kämpft aber derzeit noch in der Armee des Kaisers. Und der ist ein guter Mann. Aber wurde gefangen genommen. Im Übrigen, eine Sache muss ich euch noch zeigen. Es gibt hier bei den Kandidaten auch einen Kandidat, der von 2 Kurfürsten gewählt wird. Nämlich Herzog Gebhard von Verona. Der aber irgendwann aus dem Reich jetzt ausscheiden wird. Das heißt, eine Stimme und 4, also 5 Stimmen werden neu vergeben werden. Das ist auch nochmal interessant. Ja, unter anderem der mächtige Herzog von Sachsen, Herzog Magnus, hat da ein großes Wörtchen mitzureden. Also, gibt viele spannende Entwicklungen. So, und es gibt ein neues Dynastieoberhaupt. Warum das denn? Graf Raoul von Valois in Frankreich. Tatsächlich habe ich das noch gar nicht so richtig beachtet und gewürdigt. Es gibt ein französisches Haus unserer Dynastie als Nebenlinie und die ist die mächtigste. Warum ist die mächtigste? Warum nicht das Haus Zering? Was ist da los? Konrad von Zering ist das Hausoberhaupt, hat aber eine militärische Stärke von 0, weil der selbst nicht Herzog ist. Mir war aber so, dass uns gesagt wurde, dass der Herzog ist.
Hä? Was ist denn da los? Herzog von Krein... Warte mal. Was ist denn da los? Titelgeschichte. Der hat das doch ererbt. Der ist abgedankt? Was, Herzogin Euphemia? Was ist denn das für eine Geschichte? Und er würde das wiedererben? Hä? Warte mal kurz. Herzogin Euphemia ist die Schwester von Konrad von Zähringen und der ist abgedankt? Was ist denn da passiert? Okay, das ist eine sehr merkwürdige Entwicklung. Da müssen wir auch mal drauf achten, wie das weitergeht. Aber sie sind im Moment nicht Teil dieses Befreiungskrieges. Sie hatten sich zeitweise auch mal gegen den Kaiser gestellt. Leute, es ist wirklich so viel, was hier gerade passiert und wir müssen, ich würde gerne zumindest alles irgendwie im Blick behalten, weil alles hier ist ja irgendwie wichtig. So, na fast alles, sagen wir es mal so. Hesso hat 9 Rekruten herangeworben. Sehr schön. Reinhard von Kirchberg. Ein Schwabe. Guter Kämpfer. Guter Anführer. Ja, hervorragend, da sagen wir nicht nein. Wohlan denn. Reinhard soll mir dienen. Hervorragend. Wir sammeln zumindest ein paar gute Ritter um uns. Wir können auskeilen, aber im Moment gibt es niemand, gegen den wir auskeilen können oder keinen konkreten Anlass. Ich würde sagen, das bewahren wir uns nochmal ein bisschen auf und schauen zu, wie der Kaiser hier mit ziemlicher Sicherheit verlieren wird. Und es ist gelungen. Wir haben unsere Beziehung mit Herzog Gerhard verbessert, der leider auch schon 63 ist. Ja, unsere beiden Gönner können auch bald nicht mehr da sein. Ne? So, was bedeutet das? Das bedeutet leider erstmal noch nicht, dass er uns wieder wählt. Schade, schade, schade. Ich würde wirklich manchmal gerne sehen, warum jemand den wählt und nicht einen anderen. Das wäre echt interessant. Ich würde aber sagen, wir bleiben mal am Ball, was die Beeinflussung von Herzog Gerhard betrifft. Wir können da nicht großartige Mittel investieren, aber wir bleiben am Ball. Gut, wir sehen jetzt hier die gegnerischen Aufständischen belagern. Nee, die stehen eigentlich nur rum. Hä? Was ist denn das für ein komischer Krieg? Während der Kaiser hier mit seiner Restarmee irgendwas versucht. Was machen die denn da? Okay. Es würde mich erzeugen, wenn überentzücken, wenn eure Tochter Engeltraut den Hof in Schmalkalden besucht, der Herzog von Heinrich. Ja, alles klar, natürlich. Soll sie dorthin zum Herzog, da kann sie sicher noch was lernen. So, irgendjemand ist... okay, da gab's... Bologna hat noch einen anderen Krieg. Ja gut, das spielt jetzt keine so große Rolle. So, jetzt aber. Konrad wurde jetzt wieder Dynastieoberhaupt, weil er jetzt wieder einen Titel hat. Hä, was ist da los bei den Zähringern? Es ist merkwürdig, ja. Jetzt hat er wieder seine 1400 Mann. Also Ugo ist irgendwie ausgetreten. Ach so, Graf Ugo heißt auch sein Sohn und er ist wieder mit eingetreten. Das war die Standardmeldung. Naja, alles klar. Also... Herzog Konrad hat ein Bündnis gemacht. Konrad von Luxemburg. Interessant. Der könnte sich auch... Kann man sich eigentlich im Nachhinein Unabhängigkeitskriegen anschließen? Ja, wahrscheinlich nur als Bündnispartner. Aber dann wird er dann auch unabhängig? Ich bin mir nicht ganz sicher. So, und das ist unglaublich. Wir haben unsere 5. Tochter, Wilhelmina. Okay, langsam sollten wir wirklich anfangen zu sparen für Mitgiften. Muss man einfach mal so sagen. Weil wenn wir 4 Töchter verloben, heißt das 200 Gold. Ach Gott. Obwohl, eine haben wir schon. Ja gut, aber die muss ja auch noch bezahlt werden. Die ist ja hier nach Thüringen gegangen. Wenn die Ehe wirklich geschlossen wird, das ist in 5 Jahren. Das ist dann aber auch der erste Moment, oder? Sie darf ja nicht heiraten. Ja, in 5 Jahren müssen wir die ersten 50 haben. Ja, und dann 8, 4. Okay, da haben wir immer so 4 Jahre, 3, 4 Jahre Abstand. Genug Zeit, um dann zu sparen. Wobei, bei 1,5 Einkommen könnt ihr euch ja überlegen, da verdienen wir im Jahr nicht mal 20 Gold. So, insofern werden wir auch jetzt das Freudenhaus nicht besuchen. Wir müssen wieder sparen. Oh mein Gott. So, jetzt beginnen hier dann doch mal Belagerung. Aber erstaunlich
58, es geht wieder hoch. Er muss einfach nur den Kriegsstand abwarten eigentlich, ne? Naja, die belagern jetzt zurück. Jetzt ist sie bei 30. Alles klar. So. Und im Verlauf eines Übungsduells wurde Rudolf von Hohenstauf, oh nein, getroffen. Mein Ratsmarschall rief umgehend einen Arzt, doch Rudolf war binnen weniger Augenblicke verblutet. Das ist schade. Ein Anführer wieder weniger. So, es gibt eine neue Fraktion, aber es sind nur polabische katholische Populisten. Ansonsten da nichts Besonderes. Diesmal haben wir Herzog Gerhard leider nicht beeinflusst. Schade. Ja gut, also die haben jetzt alles zurückerobert, fast alles. Da erobern sie jetzt aktiv. Oh, Reinhard von Kirchberg wurde verbessert. Das ist sehr schön. Und ich vermute mal, dass sie jetzt die kaiserliche Armee versuchen wollen anzugreifen. Nee, wollen sie nicht. Ja, dann würde ich jetzt vielleicht mal hier zur Hauptstadt marschieren, oder? Aber sie belagern da weiter. Alles klar. Ja gut, das wird sich jetzt noch hinziehen. Aber solange dieser Krieg läuft, haben wir hier... können wir auch nicht allzu viel machen. Was nun? Kleinvieh macht auch Mist. Als zusätzliche Bezahlung für einen kürzlich abgeschlossenen Handel erhielt ich eine große Viehherde. Mir wurde versichert, dass die Tiere von höchster Qualität sind, aber stellt sich dennoch die Frage, was ich mit ihnen anfangen soll. Tja. Okay, Straßburg wird davon profitieren, oder? Eine wirklich schöne Herde, aber sie könnte größer sein. Ja, das ist ein bisschen, ja, ich sag mal, als arroganter Typ, als ungeduldiger Typ. Man könnte natürlich auch sagen, ungeduldig bedeutet, her mit dem Geld. Ja, doch, ungeduldig heißt schon, man zieht den kurzfristigen Profit dem langfristigen vor. Ich würde sagen, ja, nicht her mit dem Geld, sondern her mit dem Beil. Wir wollen das Geld jetzt. Ja, und 180 ist jetzt schon mal eine Hausnummer. Unsere Tochter lernt von ihrer Mutter das Provenzalische. Sehr schön. Und es gibt ein weiteres Bündnis. Graf Burkhard von Neuchâtel. Aber ich glaube, sie schließen sich nicht an. Ja, und so machtlos wäre der Kaiser nicht, wenn die Ungarn kämen. Die haben jetzt... Ah, die Ungarn haben offenbar hier irgendwie einen eigenen kleinen Krieg am Start. Hm. Deswegen kommen diese 3000 Mann der Ungarn nicht. Sonst hätte vielleicht der Kaiser eine gewisse Chance. Nun ja, okay. Was ich mir schon überlegt habe, dadurch, dass wir jetzt nicht mehr Ratsverwalter sind beim Kaiser, könnte man schon überlegen, ob man in dieser Situation nicht wieder zurückgeht auf Diplomatie. Denn das ist genau das, worum es jetzt eigentlich ihm auch geht. Nicht wahr? Und ich glaube, ich wechsle sogar von Schwerpunkt auf Majestät auf Schwerpunkt auf Außenbeziehung, denn er merkt gerade, wie wichtig es ist, sich bei den Großen des Reiches einzuschleimen. Er hat da jetzt ein gewisses Ziel dabei. Insofern machen wir das mal. Wobei, jetzt hätte ich natürlich erstmal noch abwarten müssen, bis der Lebenswandel zu Ende ist, ne? Ah, habe ich nicht drauf geachtet. Okay, war ein Fehler, aber gut. Ärgerlicher Fehler. Ich war gerade von dem Gedanken so beseelt, das zu tun. Gibt es hier oben auch noch eine kleine Geschichte? Aha. Angreifer gegen Herzog Konrad IV. Von Kärnten. Ah, der Bayer ist eigentlich der Angreifer. Der will sich da eine Grafschaft holen. Und das ist unser Dynastieoberhaupt. Der wird da möglicherweise was verlieren in Kärnten. So wie es aussieht. Lehnsherr wurde Krieg erklärt. Graf Dagorath? Was geht denn jetzt hier los? Ein polnischer Vasall, ein Graf? Ernsthaft? Okay, er hat einen Anspruch auf diese Grafschaft hier und will die als Graf alleine durchsetzen. Möglicherweise holt er noch ein paar andere Grafen mit rein. Das ist ja wirklich skurril. So, wer meldet sich denn hier? Ich habe Gutes über euch gehört. Oh, und wäre an einem regelmäßigen Briefwechsel interessiert. Hoffentlich seid auch ihr dieser Idee zugetan. Ich freue mich auf eure baldige Antwort. So, das ist ja immer interessant. Also, ein Herzog, mit dem wir bisher noch gar nichts zu tun hatten.
der Herzog von Steiermark, der durchaus mächtig ist. Ja, nicht schlecht. Okay, er hat auch 4 Grafschaften, also mit dem kann man durchaus sich schon mal abgeben. Religiöser Eifer, rachsüchtig und gierig. So, ich würde sagen, ja, das passt ganz gut. Wir beginnen einen Briefwechsel mit ihm. Mal sehen, was sich daraus ergibt. Natürlich wäre es noch schöner, wenn er eine Kurstimme hätte, aber gut. So, danke für eure schnelle Antwort. Ich freue mich auf eure Briefe. Bitte wählt doch das erste Thema aus, das wir besprechen sollen. Ich würde mal sagen, als arroganter Charakter denkt man nicht großartig empathisch, was der andere mag, sondern spricht darüber, was man selber mag. Ja, Gelegenheit für Investitionen ist schon ein Thema. Aber die hohe Kunst der Etikette, ja, das ist natürlich für einen wichtigen Reichsgrafen, der mal im Rat eines Kaisers gesessen hat, besonders relevant. Uns egal, ob der andere das auch relevant findet. Wir haben eher so den Ansatz, was wir relevant finden, das ist allgemein relevant. An den sorgfältigen Graf Gerhard. Wollt ihr mich wie einen Idioten dastehen lassen? Euer letzter Brief war so voll mit obskuren Begriffen, dass ich nicht einmal jeden dritten Satz verstand. Unglaublich, dass ich unsere Freundschaft einst so wertschätzte. Okay. Gut. Also offensichtlich wäre die Sache mit der Verwaltung für ihn ein bisschen besser gewesen. Mit 1 Diplomatie. Naja, okay. Das war's dann vielleicht mit dem Herzog von Steiermark. So. Tja, also, wir haben Herzog Gerhard jetzt auf 89 beeinflusst. Und wird das irgendwas bringen? Herzog Gerhard unterstützt uns wieder. Ja, hervorragend. Wartet mal, das heißt, wir sind wieder die Nummer 1 oder was? 975? Das ist hier noch nicht aktuell. Ich sehe doch eindeutig, Gerhard unterstützt uns und Vratislav unterstützt uns. Wieder sind wir Rang 3? Was stimmt hier nicht? Jetzt sind wir Rang 2. Das geht doch hier nicht mit rechten Dingen zu. Ah, okay. 9. Das wird offenbar nur einmal im Monat aktualisiert. Ich sehe es gerade. Und er hat Herzog Gottfried und Herzog Magnus auf seiner Seite und Fürst Erzbischof Gebhard. Aber, ich wiederhole nochmal, Herzog Gebhard ist wiederum derjenige, der bald gar nicht mehr Teil des Reiches ist. Und insofern verfolgen wir diesen Krieg doch mit zusätzlichem Interesse und hoffen schon fast auf eine Niederlage des Kaisers. Warum auch nicht? Ich bin gerade am Überlegen, ob wir das Geld noch in andere Dinge vielleicht im Moment investieren sollten. Okay, wer meldet sich hier? Herzog Sigismund von Savoyen. Was haben wir denn mit dem kleinen Racker zu tun? Nun gut, er ist Teil des Reiches, er wird auch Teil des Reiches bleiben. Er ist schon Herzog. Oh, und er lädt ein? Oder? Wie wäre es, wenn wir hier eine Verlobung arrangieren? Wir gucken mal, ob Oder und Herzog Sigismund irgendwie gut miteinander zurechtkommen, dann wäre das doch eine gute Partie. Wenn er sie dann immer noch mag. Ich meinte, natürlich verhandeln die beiden Kinder das nicht selbst, sondern es wird dann mit den Kanzlern oder so da besprochen. Okay, gucken wir mal. Heirat arrangieren. Was sagt er denn zu Oda? Wird nicht annehmen. 57. Ihr habt schon zu viele Bündnisse, steigt durch Heirat ab. Okay, alles klar. Nun gut, ein Versuch war es wert, würde ich sagen. Da kämpfen auf der Gegenseite doch deutlich mehr mit an der Grenzregion. Der hat seine Grafenfreunde geholt, das sind 2379 Mann. Und der wird knallhart hier Görlitz holen. Für Polen. Auch eine faszinierende Entwicklung. So, da sind wir schon mal bei 11,4% jetzt. Es dürfte jetzt wirklich nur noch eine Frage der Zeit sein, aber für uns mehrfach erklärt eine wichtige Sache.
Sundkau ist besetzt. Okay, auch hier irgendein interner Krieg in der Nachbarschaft. Das Spannende ist natürlich, dass Verona dann quasi als Exklave hier im... Was nun? Weißer Friede? Warum das denn? Ernsthaft? Die haben sich mit einem weißen Frieden zufrieden gegeben? Das ist ja wieder verrückt. Das ist ja verrückt. Wisst ihr, warum das passiert ist? Weil, ich glaube, weil der eine Herzog plötzlich kein Interesse mehr hat, unabhängig zu werden. Weil er plötzlich hier die Chance spürt, Kaiser werden zu können, Herzog Gebhard. Aber nicht mit Graf Gerhard, der jetzt wieder ganz vorne liegt. Das Problem ist einfach nur, dass unsere Gönner einfach alt sind. Was passiert hier mit König Wladyslaw? Der ist aussätzig mit einem schweren Gesundheitsmalus. Wie lange wird er leben? Und was passiert hier mit Herzog Gerhard? Er ist 65, auch schon einäugig. Schlechte Gesundheit. Unsere beiden Gönner sterben bald. Und ja, dann? Was passiert dann? Das weiß niemand so recht. Aber es ist Frieden. Und das bedeutet, wir können endlich Folgendes tun. Wir können endlich auf eine Pilgerreise gehen. Und die Frage ist natürlich, wohin ziehen wir? In die Vatikanstadt? Ja, ich glaube ja, nach Rom, nach Köln. Ich weiß nicht. Komm, wir haben doch jetzt... Wir sind doch jetzt zu Gold gekommen. Gönnen wir uns die Reise nach Rom? Immerhin ist das die Stadt, wo die Kaiser gekrönt werden. Das ist ja auch gewissermaßen, das ist jetzt seine Italienreise, würde ich sagen. Ja, ja, ich glaube, auch in dieser Hinsicht wird er das so nehmen. In seinem Größenwahn. So, hervorragend. Zeit für die Abreise. Schauen wir mal, was ihm widerfährt. Vielleicht irgendwas Besonderes. Befehlshaber ist befördert. Beziehungsweise es gibt einen neuen. Wolfram von Ursling. Ja, sehr gut. Er kommt an den Hof. Also da macht unser Marschall einen guten Job, würde ich sagen. Hauptsitz entwickeln. Ah, ich denke mal, das machen wir, wenn wir wieder zurückkommen. Oder sollte einen Vormund haben. Ja. Das sollte unsere Gattin sein. Das machen wir. Okay. So. Wir beeinflussen Herzog Gerhard immer noch. Das ist eigentlich unnötig, um ehrlich zu sein. In meinen Versuchen, Herzog Gerhard in Einklang mit meinen Interessen zu bringen, bin ich auf eine Gelegenheit gestoßen. Ich glaube, ich könnte argumentieren, dass unsere Ziele im Grunde dieselben sind, als ich meinen nächsten Brief diktiere. Ja, ich meine, wir können es nochmal probieren. Oder nee. Wir werden einfach versuchen, subtil zu bleiben. Und dann haben wir die Meinung auf 100 gebracht. Und dann können wir diese Sache jetzt beenden. So, jetzt ist aber die Frage, bei wem melden wir uns jetzt? Beim Kaiser ist natürlich Unsinn. 9-9 sind es jetzt wieder. Oh mein Gott. Wir müssen einen von den anderen Mächtigen hier erwischen. Hier er zum Beispiel. Herzog Gottfried IV. Von Niederlothringen hat jetzt hier was zu sagen. Ist auch neu, ne? Okay, da kam schon eine ganz gute Ausgangsbasis. Niederlothringen. Was ist mit dem? Ruhig, ehrlich, gerecht. Bucklig und noch gar nicht mal so alt. Gut. Okay, dann versuchen wir hier die Beeinflussung. Sieht auch erstmal ganz gut aus. Machen wir da weiter. Aber was passiert in Rom? Was? Das Ende ist nah? Als meine Gruppe durch ein Dorf reist, bemerke ich, wie sich eine Menschentraube am Marktplatz bildet. In ihrer Mitte steht auf einem umgedrehten Fischkahn ein Mann, der wild herumbrüllt. Der Tag des jüngsten Gerichts naht. Tut Buße, sage ich euch. Denn sonst seid ihr auf alle Ewigkeit verdammt. Die besorgt reinschauenden Dorfbewohner flüstern ängstlich miteinander. Sie fürchten sich eindeutig vor diesen unheilvollen Worten. Wie reagieren wir? Es freut mich, dass bei dieser Pilgerreise auch Unterhaltung geboten ist. Oder? Dieser Mann ist kein Priester, streckt ihn nieder. Ja, ich meinte, das würde schon zur Arroganz passen. Was ist denn mit dem eigentlich? Dietmar von Genf.
Ja, schwierig. Ist das eine Sache für einen Würfelwurf? Ja, kommt. Es ist beides. Er liegt im Rahmen seines Charakters. Wobei, warte mal, wir haben ja auch hier das Reizbare und sowas, ne? Reizbar und arrogant. Ach, kommt. Ich würfel. Und ich würfel eine 6 und damit, dieser Mann ist kein Priester, streckt ihn nieder. Okay, also, das ist sein Weg nach Italien. So sieht's aus mit ihm im Moment. Na, wir gucken mal, was passiert, wenn er ankommt. So, alle Wege führen nach Rom. Pilger strömen aus der gesamten christlichen Welt nach Rom. Die einen folgen der Via Francigena, andere weniger bekannten Pfaden. Am Ende finden wir uns alle hier ein, am Petersdom, an der letzten Ruhestätte des großen Heiligen selbst. Als ich gemeinsam mit den anderen Pilgern hier stehe, spüre ich ein Gefühl von Ernst, der Einigkeit und Gemeinschaft zwischen den Versammelten, die auf ihren Reisen allesamt die verschiedensten Prüfungen und Strapazen erleiden mussten. Ja, wir erhalten viel Frömmigkeit, wir erhalten die Eigenschaft Pilger, na, gucken wir uns gleich an, und entschlossene Pilger, Frömmigkeit pro Ritter, Pilger bedeutet Meinung mit Glaubensgeschwistern plus 5. Das ist natürlich auch nicht schlecht jetzt für unsere Bemühungen. Naja, insofern. So, aber vor allem beten wir natürlich jetzt hier in Rom, dass wir endlich einen Sohn bekommen, vielleicht noch. Kunigunde ist jetzt Jungärztin, das ist doch hervorragend. Und Reinhard von Kirchberg wurde verbessert als Anführer. So, und da sind wir wieder. Es ist schön, wieder zu Hause zu sein. Und was tun wir? Wir sind wieder fleißig und werden den Hauptsitz weiterentwickeln. Das machen wir. Okay. Und? Ja, natürlich. Wir waren jetzt lange unterwegs. Das muss auch wieder sein. Hier komme ich mit. Ganz klar. Ist auch wieder unserem Einkommen angepasst worden. So, was ist hier schon wieder los? Gravul ist wieder... Was ist denn das? Okay, diesmal aber nur, weil er gerade im Krieg ist und militärische Stärke verloren hat. Das ist jetzt normal. Das hat jetzt nichts mit irgendwelchen Abdankungen zu tun. Merkwürdigerweise. Dass das hier in Italien so ausgegangen ist, ist... Finde ich echt verrückt. Oh, was haben wir denn hier? Ein Gemeiner von fränkischer Herkunft wurde in den Straßen von Straßburg aufgrund eines geringen Vergehens attackiert. Wenn ich in eine Stellungnahme Partei für ihn ergreife, könnte Herzog Gottfried von Niederlothringen, ebenfalls dieser Kultur zugehörig, womöglich deutlich erkennen, von welch gutem Charakter ich bin. Doch dabei riskiere ich, meine Gleichgestellten aus meiner Kultur zu brüskieren. Ja, wir machen das. Schwaben sind moralisch überlegen. Nein, nein, aber jetzt denke ich, passt das schon. Die Franken sind gute Menschen, sagen wir, und bekommen Anspannung. Klar, wenn man sowas sagt als Schwabe, dann kriegt man halt Anspannung und Stress. So, und der neue Kaiser hat jetzt auch wieder die begrenzte Lehnsautorität erlassen. Er hatte sie doch kurz mal abgeschafft, ne? Aufgrund einer Fraktionsforderung. Ja, ich muss ja tatsächlich sagen, er stellt sich ja in gewisser Weise jetzt doch irgendwie geschickter an als gedacht. Hat aber nur seine 2000 Mann immer noch. Und wird vermutlich diesen Krieg hier gegen die polnischen Grafen verlieren. Nun ja, also, es ist alles noch offen und unklar, wie das hier weitergeht. Er macht sich seine Hoffnung, ne? Er arbeitet daran, jetzt hier sich bekannter zu machen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin macht's gut, euer Steinwallen.